Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder zurück. Ja, ich habe die 2 Wochen gut überstanden. Eine Woche hatte ich euch ja noch mit Videos versorgt und die andere Woche, da hatte ich dann einfach keine Zeit mehr für euch, um Videos zu schneiden und zu filmen und alles drum und dran. Und ja, ich bin aufgestanden und ich werde mich jetzt fertig machen, denn ich muss in die Stadt. Und ich wollte euch einfach heute mal wieder durch meinen Alltag mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, ich bin gerade aufgestanden und die Sonne scheint schon. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen hoch überbelichtet. Aber ja, ich muss mich jetzt gerade fertig machen und ich muss ja dann noch in die Stadt und das alles. Ja, ich wollte heute euch ein bisschen mitnehmen durch meinen Alltag. Ich ein bisschen, ja. Ich habe mein Softgummi vergessen. Ja. Diese Woche kommt meine neue Kamera an. Yay, ich freue mich so. Ja, ich muss auch noch einiges vorbereiten, denn ich habe am Samstag Geburtstag. Da werde ich 26 und ja, da muss ich noch einige Sachen vorbereiten und Großputz machen und Fenster putzen und halt diese ganzen Sachen. Damit werde ich heute schon anfangen, damit ich alles gut in die Woche mit reinnehmen kann. Und ich werde euch auch mitnehmen. Ja, ich glaube heute oder so, oder spätestens morgen, müsste dann auch meine neue Kamera kommen. Die habe ich mir also gegönnt zum Geburtstag. Und ja, da werde ich dann so einen ganz schlichten Zopf mache ich mir heute. So, werde ich mich schminken und ich mache mich jetzt schnell fertig und wir sehen uns gleich wieder. So, ich melde mich wieder zurück. Ich bin fertig geschminkt, Zähne geputzt und. Ich bin jetzt fertig. Nur da brauche ich euch ja nicht mitnehmen beim Zähneputzen und alles. Und ja, so, Brille auf, damit ich auch was sehe. Ich werde jetzt sehen, dass ich eventuell ein bisschen mehr mit Brille auf vlogge und auch Videos drehe, weil ich brauche sie einfach. Es blendet zwar nur ein bisschen. Ja, ich brauche die Brille, weil sonst bin ich bald ganz blind. Und meine Augen sollen ja auch besser werden. Ja, ich muss hier unbedingt Haushalt machen. Wenn ich wieder da bin, dann werde ich, meine Katzen haben schon wieder nichts zu trinken, werde ich einen Haushalt machen. Ich muss die Küche aufräumen. Ich, ja, dazu, wo ich so 2 Wochen lang nicht gekommen bin, so wirklich. Aber man schafft schon alles. So, jetzt gebe ich ihm noch schnell meine Katzen was zu fressen, zu trinken. Fressen haben sie noch. Und ja, ich freue mich schon so richtig auf meine Kamera. Auf meine neue. Ja. Meine Katzen sind draußen auf dem Balkon. Guten Morgen. Guten Morgen. Nee, draußen bleiben, mein Schatz. Guten
Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ist eigentlich ein Hundenapf, aber da kann man gut Wasser reinmachen. Guten Morgen. Bitte schön. Morgen, morgen. So, Mama fährt kurz los. Und dann ist er bald wieder da, ja. Nee, du bleibst draußen, mein Schatz. Du bleibst draußen. Du bleibst draußen. Ach, Leo-Maus. Nee, du bleibst aber draußen. Pfötchen weg. Leo, her hier. Ah, böser Bub, du. Böser Junge. Los ab. So. Naja. Ich werde jetzt erstmal in die Stadt fahren und wenn ich wieder zu Hause bin, melde ich mich nochmal. Ich habe was auf dem Display. Dann bis gleich. Ich melde mich mal wieder zurück. Ich bin jetzt zu Hause. Ich habe eben schon Mittag gegessen. Und ja, jetzt werde ich mich ein bisschen ausruhen. Und schon mal so anfangen, dieses Video hier zu bearbeiten und zu schneiden. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen Fernsehen gucken. Und ja, vielleicht nebenbei schon mal so ein bisschen aufräumen und Haushalt erledigen. Und ja. Mixin ist auch da. Da ist er. Also, ich sollte hier vielleicht auch mal. Ich muss hier aufräumen. Kennt ihr das, wenn es so unordentlich ist und ihr euch gar nicht wohlfühlt? Das ist schrecklich, ist das. Ich denke mal, ich werde mir jetzt so schön Musik anmachen und dann denke ich mal, werde ich aufräumen. Und ich sehe so zerstört aus. Ja. Irgendwas wollte ich euch eben noch erzählen. Achso, es kann sein, dass ich jetzt bald ins Krankenhaus muss, weil ich kurz vor einem Bandscheibenvorfall stehe und ja, das muss jetzt kontrolliert werden, aber ich halte euch auf den Laufenden, weil ich halte es manchmal vor Schmerzen nicht mehr aus und ja, seht ihr da die Unordnung? Muss ich alles noch aufräumen und Fenster putzen und Gardinen waschen und, damit das dann für Samstag alles erledigt ist und ordentlich ist, dass, ja, dass mein Besuch kommen kann, weil ich werde ja meinen Geburtstag richtig feiern mit Freunden und Bekannten und Familie und. Und ja, ich werde mal gucken, vielleicht nehme ich euch ein bisschen mit, dass ich so ein paar Eindrücke festhalten kann und euch zeigen kann. Und ja, ich weiß aber nicht, wie das so ist mit Filmen und den Leuten dann im Internet zeigen. Ich denke mal, ich werde viel zensieren müssen oder halt nur so. Ja, werden wir mal sehen. Ich werde mich jetzt dran machen. Denke ich mal. Das Wohnzimmer als erstes wohl. Und dann die Küche. Und dann das Spielzimmer. Also Zimmer, Kinderzimmer und ja. Und dann das Schlafzimmer und zum Schluss das Badezimmer. Ja, und dann hier noch durchwischen.
Wischen werde ich, glaube ich, dann erst Samstag machen oder Freitag. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ich denke mal, morgen oder übermorgen werde ich Fenster putzen. Ich gehe wieder zu Netflix. Yeah, Netflix an die Macht. Also Netflix ist eigentlich ganz cool. Ich kann euch das eigentlich nur empfehlen, denn ja, ihr zahlt 9,99 € im Monat und könnt es halt auf zwei Geräten gucken. Ihr könnt es euch aufs Handy laden, ihr könnt es euch aufs Tablet laden oder Computer, und ich gucke es über die PlayStation, über die PS4, die ich habe. Und ja, also ist eigentlich ganz cool. Ihr könnt dann halt so viele Serien gucken. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Ich drehe mal die Kamera um und dann zeige ich euch das mal. Also ihr habt hier mehrere Profile, die ihr anlegen könnt. Ich habe jetzt mich, meinen Freund und dann halt noch Fokus und dann halt noch Kinderprogramm. Und ich gehe jetzt einfach mal auf meinen Kanal. Und dann habt ihr hier halt so eine Übersicht. Ich muss mal gucken. Jetzt so eine Übersicht mit US-Serien halt, ne? Wie The Own Originals, Supernatural, ne? Und Orange is the New Black, Jane the Virgin, Tote Mädchen lügen nicht, Big Bang Theory, Prison Break, Modern Family, halt diese ganzen Serien. Dann haben wir hier derzeit Beliebte, da haben wir hier Vampire Diaries, das was ich momentan gucke. Ja, Hotel Transylvanien, Percy Jackson, Ein Kater macht Theater und sowas halt, die ganzen Serien. Full House, Eiskönigin und. Orphan Black, das ist jetzt neu, das werde ich jetzt, glaube ich, mit anfangen zu gucken. Dann haben wir hier Familienkomödien, halt so viele Kategorien. Dann haben wir hier Action und Abenteuer. Haben wir. Und hier haben wir so, was ich momentan gucke. Hokus Pokus, Vampire Diaries, Staffel 6, Folge 7 bin ich jetzt. Und Verliebt in ein Hexes muss ich noch fertig gucken. Ja, dann sind hier nochmal so andere Serien und Folgen und hier Neuerscheinungen. Was jetzt halt alles so neu bei Netflix rausgekommen ist. Dann haben wir hier unten Komödien. Da haben wir die Simpsons, Kindsköpfe, SpongeBob. Hier beliebt auf Netflix haben wir The Walking Dead. Also wer so auf The Walking Dead steht, kann The Walking Dead gucken. Halt die ganzen Staffeln, ne? Es gibt 6 Staffeln davon. Dann haben wir hier Range oder sowas. The Big Bang Theory, To the Bone. Plötzlich Prinzessin, Kinder- und Familienfilme haben wir hier auch, Daddy ohne Plan, Caroline, was das auch immer für eine Serie ist, Verzauberte Hengst, Freche Mädchen, dann haben wir hier noch Thriller-Serien. Das ist so in Familienkategorien halt abgeteilt. Hier haben wir How to Get Away with Murder. Scream haben wir hier. Dann halt diese ganzen horrormäßigen Sachen, ne? Thriller. Filme nach Buchvorlagen haben wir hier. Ja. Weil sie Hangover angesehen haben, dann zeigen sie mir hier. Ich habe mir Hangover angeguckt und dann zeigen sie mir hier so verschiedene Sachen. Ja, und dann haben wir hier halt die ganzen Serien und so weiter. Romantische Filme, wenn ihr mal mit eurem Freund oder sowas. Filmabend für die ganze Familie, schräg. Dann haben wir Schlümpfe, Mr. Bean, Bärenbrüder, Monster House gibt es auch. Ich habe eben gerade einen Anruf gekriegt, deswegen musste ich gerade mal unterbrechen. Auf jeden Fall gibt es dann noch halt Familienabende für die ganzen Familien. Prom 102 Dalmatiner, dann haben wir hier Komödienblockbuster, Men in Black, Pretty Woman. Dann haben wir hier noch Honey.
Blue Lagoon, Degrassi, Actionfilme, Komödien, Thriller, Seelen Still haben wir hier, die Unfassbaren, Familie aus den 1990ern, Schwanensee, hier haben wir jetzt die kleinen Supersträuche. Zeige ich euch mal eben gerade einen kleinen Einblick. Ist ganz witzig. Und dann haben wir hier noch Goofy, Toy Story, Mr. Doubtfire, Rush Hour. All diese ganzen. Und Party Time haben wir auch. Bad Teachers, Scary Movie, Big Mamas Haus. Gemeinsam Ansehen für ältere Kinder haben wir hier dann noch. Deine Meinung, unsere. Ja. Krimi. Serien haben wir hier auch. Dexter, Sherlock Holmes, Faulenzer Nachmittag, Filme für Kinder gibt es auch die Kategorie. Da ist wieder Mr. Bean drunter. Alter, das war eben soweit. Ja, dann haben wir hier kommt Lola und. Aufregende Filme, halt das Teenager-Serien. Was halt alles mit Texten und so weiter zu tun haben. Dramen-Serien, Horrorfilme. Science Fiction und Fantasy und das ist allgemein so für Kinder. Geh nicht weg. Hier sind dann wirklich nur so, ne, Kinderserien und Filme und. Barbie. Schluss einstellen. Deutsche Komödien haben wir auch. Dokumentationen gibt es sogar auch. Planet Erde, das ist halt ganz interessant so. Spannende Serien haben wir. Gotham, Iron Fist, Vampire Diaries halt, Lie to Me. Familienabenteuer, der Grinch, Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest, was haben wir hier, der gestiefelte Kater, Drachenzähm, leicht gemacht, ja, und dann haben wir hier noch Top-Auswahl für mich, warum auch immer, da gibt es dann halt so Vorschläge und dann halt meine Liste, was ich geguckt habe schon und was mir dann halt. So, hier kann man die Kategorien, Action-Abenteuer und so weiter und so fort. Ja, das ist Netflix. Und ja, jetzt drehe ich einmal die Kamera wieder. Ja, das einmal zu Netflix. Es ist kein Werbevideo. Ich mache das so aus freien Stücken. Ja, und... Mein Leo, der nervt mich gerade ein bisschen. Aber ich muss jetzt eben kurz was erledigen. Und dann nehme ich euch eben nochmal kurz mit. Wir müssen einmal mein Auto. Schlüssel. Dass ihr mich draußen seht. Bei mir vor der Haustür. So. Muss ich eben wie ein Foto machen und dann bis gleich. Ja, meine Lieben, ich denke mal, ich werde jetzt dieses Video schneiden und schon mal schneiden. Mir ist eben gerade diese Kamera aus der Hand gefallen. Und ja, ich werde dann, oh, ich bin gerade aus der Puste. Und ich werde dann schon mal hier ein bisschen Haushalt machen. Und ich denke mal, ich melde mich später nochmal wieder und werde schon mal anfangen, dieses Video zu bearbeiten. Ja, und also ich... hoffe, ihr gefällt mein neuer Intro, den ich für euch gemacht habe. Und ja, bis später. Meine Lieben, ich melde mich wieder zurück. Ich komme zu nichts. Mein Rücken, er bringt mich sowas von um.
Ich bin gerade schon am Laufen und hoffe, dass die Schmerzen wieder weggehen. Und ich verkrampfe so am Rücken, das tut mir so mäßig weh. Deswegen werde ich ein bisschen durch die Wohnung laufen und hoffen, dass dadurch die Schmerzen ein bisschen weggehen. Ich werde mich jetzt auch gleich nochmal in eine heiße Wanne legen und oder werde mich so ein bisschen hinlegen aufs Sofa und ja. Es wird nicht mehr viel passieren. Ich werde nachher nur noch schnell zum Volti fahren, also zum Voltigieren. Und ja, dann werde ich mich nur noch ins Bett legen. Ich habe keine Kraft mehr durch meinen Rücken. Und deswegen werde ich jetzt auch diesen Vlog beenden. Ich werde euch, denke ich, mal morgen wieder mitnehmen. Und ja, seid mir auf jeden Fall nicht böse, aber ich hätte euch wirklich noch beim Aufräumen und Großputz alles mitgenommen. Aber ich schaffe es nicht. Ich muss mich ausruhen und meinen Rücken schonen, damit ich zu meinem Geburtstag nächstes, also jetzt am Samstag, fit bin. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall morgen wieder und habt einen schönen Tag. Genießt den Tag auf jeden Fall mehr als ich, denn ich kann es nicht anders genießen. Mit Schmerzen mag man auch keinen Tag so wirklich genießen. Und ja, habt einen schönen Tag und passt auf euch auf. Und ja, bis bald. Bye.